Wie man mit ausgelösten Hähnchenschenkeln, Lauchzwiebeln und Erdnüssen ein richtig heftiges Chicken Kung Bao macht, das zeige ich dir jetzt. Und zwar habe ich hier Hähnchen, Oberkeule, ja. Die haut man mal ab. Und das Hähnchen, das schneiden wir uns hier in kleinere Stücke, ja. Und die tun wir hier in die Schüssel. Und wie man das jetzt aber noch ein bisschen verfeinern kann, das ist ein ganz cooler Move. Ja, den habe ich mir abgeguckt. Und zwar habe ich ein Ei. Und dann trenne ich das Eigelb von dem Eiweiß. Das ist ja Eiweiß drin. Und dann habe ich hier auch wieder meine Maisstärke. Ja? Davon nehme ich so nur die Hälfte. Und ich habe ein bisschen Sesamöl. Ein bisschen Prise Salz. Hier. Und jetzt, ja, jetzt der Handschuh. Ne? Weil die Schweinerei kannst du natürlich auch mit dem Löffel machen. Aber wir schlagen das richtig. Ja. Haut euch schon mal einen Wok an und macht da schon mal ein bisschen Öl rein. Nicht zu wenig, ne? Wir wollen das jetzt so recht gut ausbacken können. So, jetzt ist heiß. Vorsichtig unser Fleisch hier reingeben, ja? Macht das wirklich vorsichtig. Nehmt Abstand, nehmt am besten Löffel. Ne? Den Handschuh, den zieht ihr aus, sonst habt ihr das Gummi nämlich in der Hand drin. So, und guckt, dass das so ein bisschen auseinander macht. So, und die Menge an Fett hier, die ist genau richtig, ja? Ihr könnt es jetzt natürlich auch frittieren, aber ich lasse das so, ist das perfekt. Ne? So kannst du es auch ganz gut kontrollieren. Zwischendurch die Stücke hier wenden, dass sie von der anderen Seite auch goldbraun werden. Und wenn die goldbraun werden, können wir die quasi rausholen. So, während wir hier die Hähnchenstation haben, ja, können wir uns schon mal um die Soße kümmern. Ja? Und da arbeiten wir jetzt mit zwei verschiedenen Sojasoßen. Einmal mit einer hellen und einmal mit einer dunklen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, hey Daniel, die sind ja beide dunkel. Ist richtig. Die eine, die ist wirklich richtig intensiv schwarz, ja, tatsächlich. Und die andere, die ist zwar dunkel. Ne, wenn du die jetzt aber auf einen weißen Teller machst, dann schimmert die schön durch. Und die andere, die deckt wirklich alles ab. Ja. Die eine, die covert, damit kannst du eine Straße teeren, mit der anderen nicht. So, und die beiden mischen wir jetzt schon mal. Dann machen wir da unsere restliche Maisstärke rein. Dann, da, natürlich hier, Chaoxingwein, ne, diesmal in der Flasche. Und wenn ihr euch immer noch fragt, Chaoxingwein, was ist das, was können wir stattdessen nehmen? Wenn du daran riechst, ich sag mal, irgendwie ein bisschen Merin, ein bisschen Sherry, nimm Sherry. Ich finde Sherry super, ja, der passt richtig gut dazu. Und einmal einen guten Schluck da rein. Und dann habe ich hier noch so ein bisschen Reisessig, ja, ganz bisschen nur für die Säure. Hähnchen, goldbraun. Jetzt habe ich mein Sieb und hier ist noch der Topf mit der Marinade. Ne? Das Fleisch kommt aber nicht dran, das kommt einfach ins Sieb rein. Den Wok setzen wir so wieder auf. Muss noch ein bisschen brauner Zucker rein. Das können wir noch eben fertig machen. Mit dem Löffelchen hier ein bisschen verrühren. Ne? Soll sich ja alles ein bisschen auflösen, ist gerade mit der Stärke. Eigentlich arbeite ich da gerne mit den Fingern, aber ich werde jetzt hier nicht alles mit Sojasauce versauen. So. Und jetzt haben wir hier zwei Frühlingslauchstangen, ja, oder zwei Lauchzwiebeln. Das Äußere, das sieht ja heute nicht so schön aus, dann machen wir das ab. Ist ja lieber so, lieber ein bisschen Erde dran. Ne? Der Weiße, der Lauch, der hat ein gutes Leben. Ja? Der war kurz davor, Porree zu werden, aber dann kam der Bauer. So, schneiden wir das bis hierhin ab. Ja? Das ist das, was ich haben will. Den Wok schiebe ich mal kurz ein bisschen runter. Einmal längs halbieren. Und dann ruhig ein bisschen gröber, ja. Und hier oben wird es ein bisschen grüner, das lege ich mir zur Seite. Das Weiße lasse ich mir hier liegen. Jetzt habe ich hier Knofi, ne? Ihr kennt ja meine Vorliebe für diese Knoblauchzwiebeln. Ne, das ist ja eine Innovation, die hier unser Land vor 2-3 Jahren eingenommen hat. Und ich finde die Dinger total geil. Knofi, halbieren. Scheiben ist okay. Müssen nicht immer klein hacken, ja, ist okay. Und dann ist der Kollege geschnitten. Ja, den nehmen wir auch noch mit. So, wie ihr seht, das gibt eine Knofi-Party heute, ne? Also wenn ihr noch ein Date habt, ich hoffe, die weiß Bescheid. So. Ingwer. So, und hier ist auch wieder Timing wichtig, ne? Also guck, dass du das Hähnchen als erstes machst, weil das ist jetzt schon schön durch, das ist richtig schön knusprig. So, während du das machst und aufsetzt, kannst du alles andere schneiden, ne? Kannst die Soße vermischen, das braucht so 5-6 Minuten und komm, zwei Lauchzwiebeln hast du in 3 Minuten auseinandergenommen. Und sag jetzt nicht, das ist mir zu schwer, ist nicht. Pfanne mit dem restlichen Öl wieder aufstellen, wird gerade heiß. Knoblauch ist geschnitten, der Ingwer wird gerade geschnitten. So, und auch wieder hohe Temperatur jetzt, ja. Jetzt müsst ihr Vollgas geben, weil das ist ja schon Sinn der Sache bei so einem Wok, das Ding voll hoch zu drehen, ja, damit das von außen richtig schöne Röstaromen hat und von innen noch knackig ist, ne. Wok heiß, Lauchzwiebeln rein. Knofi direkt hinterher mit dem Ingwer zusammen. Und jetzt siehst du, schön röstig. Jetzt kommen die Erdnüsse dazu, ja, geröstete Erdnüsse. Wenn ihr keine gerösteten Erdnüsse bekommt, röstet die in der Pfanne, ja. Aber guckt, dass die geröstet sind, ist nicht unwichtig. So, jetzt das Fleisch. Jetzt die Soßenmischung. Das Fleisch muss ja nicht mehr wirklich braten, das haben wir ja gerade vorgebacken.
Bisschen Hühnerbrühe, weil wir wollen eine schön ergiebige Soße haben. Aufgießen. So, hier noch das Grüne vom Lauch. Das geben wir jetzt auch mit rein, das kann mit kochen. Ich kann gut scharf essen, aber wenn ich die getrockneten Chilis ja auch noch aufbreche, noch mit anbrate, Junge, da kann ich, muss ich 3 Liter Milch saufen, damit ich wieder reden kann. Ja, und ich habe heute noch einiges vor. Von daher, hier, getrocknete Chili, ja. Schön scharf. Sind auch Kerne mit drin, ne? Könnt ihr mit oder ohne Kerne machen. Passt auch so ein bisschen an euch an, ja. Aber Chili ist auf jeden Fall ein Muss für dieses Gericht. Und jetzt richten wir an. So, Koriander, wer will, ne? Einfach 2 Blättchen. Sieht ja auch schön aus. Und fertig ist unser Gong Bao Chicken, ja. Kocht auf jeden Fall mal nach. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir den Doppeldaumen da, ja. Mehr Gerichte aus Asien, auch aus der chinesischen Küche, Sichuan-Küche etc. findest du in diesem Buch. Wenn du Bock hast, ja, so einen kleinen Basic-Kurs zu machen, ne? Der ist umsonst. Der ist unten. Könnt ihr mal am Link klicken. Ist ziemlich cool. Ich bin raus. Macht's gut, Leute. Ciao.